Dann eigentlich über den Tag verteilt, eigentlich bis den ganzen Tag eigentlich über stilles Wasser, hauptsächlich zu Hause dann Leitungswasser. Im Trainingsgelände haben wir stilles Wasser zur Verfügung. Das sind eigentlich so, was die Getränke angeht, die es bei mir so über ja, den normalen Wochenalltag hinweg gibt. Gut. Jetzt habt ihr gehört, Olli startet mit einem oder zwei Espressi in den Tag. Jetzt schauen wir uns an, wie das bei seinen Teamkameraden aussieht. Ich muss sagen, ich habe früher nie Kaffee getrunken, aber seitdem ich hier bin, trinke ich komischerweise ziemlich viel Kaffee, aber ich bevorzuge trotzdem Tee. Ich trinke eigentlich nur Kaffee. Ja, Tee gefällt mir einfach nicht, aber Kaffee finde ich super. Lieber Tee. In der kalten Jahreszeit trinke ich gerne Tee. Ganz klar Kaffee. Sowohl als auch, wenn ich jetzt irgendwie ja, einen längeren Tag vor mir habe, trinke ich auf jeden Fall gern Kaffee, sei es jetzt Cappuccino oder auch mal zwischendurch ein Espresso. Aber auch mal zu Hause am Abend dann auf der Couch mache ich mir gern mal einen Früchtetee. Wach zu sein nicht, aber also mit den Jungs würde ich gerne einen Kaffee trinken, ja. Eher Tee. Ich trinke aber auch gern Kaffee. Ein Espresso zum Wachwerden ist schon immer mal gut. Kaffee.